Hier ist Christoph Krachten von Klicksum. Ihr schaut jetzt ein Video von Lenny und da macht ihr nichts falsch. Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Ganz kurz, ganz knackig, weil der eigentliche Dreh zu meinem eigentlichen Video, das ich eigentlich heute hochladen wollte und was eigentlich noch gar nicht richtig fertig ist und eigentlich auch noch nicht gedreht ist, eigentlich, ist auf jeden Fall schon in Planung, eigentlich, und wird auch auf jeden Fall bald gedreht. Allerdings ist nebenbei mir noch was aufgefallen, wovon ich euch auf jeden Fall noch berichten wollte. Wow, what the fuck, warum bin ich so hyperaktiv heute? Es geht heute um das Leistungsschutzgesetz. Viele große Presseverleger wie die Blödzeitung etc. möchte Suchmaschinen bald strenger zur Kasse bitten. Links, Zitate etc., die auf Suchmaschinen verlinkt wurden oder hingesetzt wurden, damit man sich diese ansehen kann, sind in den Augen der Pressefirmen ein Teil des Angebots. Und was hat jede große Firma auf ihre Angebote? Richtig, unser gutes altes Urheberrecht. Yay! Wuhu! Was? Ja, geil, das darf ich gleich alles wieder aufräumen. Die großen Presseverleger haben es also anhand des Leistungsschutzgesetzes durchsetzen können, dass Suchmaschinen nun für jeden einzelnen Link, der auf ihre Seite oder auf ihren Artikel verweist, Geld abdrücken muss. Supergeil, nicht? Das Absurde an dieser gesamten Geschichte ist ja eigentlich, dass sie von vornherein dieses Angebot ja gratis anbieten. Und jetzt sollen Suchmaschinen, die auf ein Gratisangebot hinweisen, Geld dafür zahlen? Ja, genau so ist es. Das hat zur Folge, dass die freie und simple Informationsschaffung bald einfach nicht mehr möglich ist. Worauf allerdings der Mensch sogar laut des Grundgesetzes ein Recht zu hat. Dieses Leistungsschutzgesetz ist also nicht nur lästig und ein neuer Versuch, das Urheberrecht wieder größer aussehen zu lassen, als es eigentlich ist, sondern im Prinzip sogar ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Darauf nochmal ein. Way. Das zeigt wieder mal, dass irgendwelche größeren Mächte wieder einmal sich das Recht rausnehmen, irgendwelche Sachen zu verändern, sich irgendeinen schwachsinnigen Grund dahinter aussuchen zu können und das, obwohl das wieder nur einmal das Ergebnis einer endlosen Geldgeilheit ist. So, das war's auch schon wieder von mir, ganz kurz und knapp, wie ich es gesagt habe. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. In der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr das Ganze nochmal erklärt bekommt von Anonymous höchstpersönlich, mehr oder weniger. Außerdem darunter ein Link zu einer Online-Petition, wo ihr gegen das Ganze stimmen könnt. Es sind, glaube ich, über 30.000 Leute aktuell oder 35.000 Leute bis jetzt schon gegen diese neue Gesetzvorlage entgegengegangen, was ich auch sehr schön finde. Ich persönlich fände es schön, wenn es noch mehr werden würden. Also Leute, meldet euch einfach ganz simpel kurz auf dieser Seite an. Das dauert absolut nicht lange, das ist per Klick gemacht. Und erhebt eure Stimme. Viva la Revolution. Das war's von mir, dem Lenny. Bald gibt es wieder ein längeres Video. Ask Lenny 4 steht an. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Video. Haut rein.